Allgemeine Verunsicherung am Kapitalmarkt, noch größere Verunsicherung bei den Anlegern. Ich denke, ein guter Anlass, nochmal über grundsätzliche Dinge zu sprechen. Dementsprechend habe ich Ihnen heute keine Charts zur Wertentwicklung verschiedener Vermögensklassen mitgebracht, auch keine Korrelationsanalysen zum Verhalten verschiedener Vermögensklassen und Wertpapiere, sondern lassen Sie uns nochmal über die Basis sprechen. Ich hatte in den vergangenen Tagen einige Gespräche mit Anlegern, die verunsichert sind. Und was wir häufig feststellen, ist, dass immer in solchen Situationen, wenn der Kapitalmarkt zu Rückgängen neigt, wenn Diversifikation, also die Risikostreuung zum Zeitpunkt nicht funktioniert, dass man verunsichert ist. Diese Verunsicherung trifft auf entsprechende Schlagzeilen in den Medien. Typischerweise werden die Probleme, die wir in 2018 haben, nun nach 2019 transportiert. Man versieht diese mit einer neuen Dynamik, verpackt diese mit noch größeren Schlagzeilen und noch schlimmeren Dimensionen. Und alles in allem haben wir eine Gemengelage, die das produziert, was wir leider häufig aus Statistiken kennen. Die Anleger verdienen nicht die Renditen, die am Kapitalmarkt verfügbar sind. Warum ist das so? Prozyklisches Verhalten. In schlechten Kapitalmarktphasen wird reagiert. Man schafft es, aus dem Markt auszusteigen, nachdem die Kurse gefallen sind, vielleicht zum Ende des Jahres. Der Markt hat sich zum Januar im Verlauf dieses Jahres schon wieder ein bisschen erholt. Nun schaut man drauf und sagt, oh Gott, habe ich was verpasst, muss ich wieder rein? Und das ist eine Problematik, die wir häufig sehen. Und wenn man das erreichen will, was Sie häufig in Statistiken sehen, eben dass der Kapitalmarkt langfristig entsprechende Renditen generiert hat, dann gehören diese temporären Schmerzen, diese temporäre Verunsicherung letztendlich dazu. Was Sie in dieser Situation tun können, ist, sich vor allem auf das zu konzentrieren, was Sie selbst kontrollieren können. Wie ist Ihre Portfoliostruktur? Haben Sie eine ausreichende Mischung und Streuung der verschiedenen Vermögensklassen? Nutzen Sie die unterschiedlichen Quellen der Diversifikation? Haben Sie die Kosten Ihrer Kapitalanlage im Griff oder sind die vielleicht ungünstig? Wie sieht es mit steuerlichen Sachverhalten aus? Das alles sind Aspekte, die Sie handwerklich sauber aufsetzen können, die man kontrollieren kann. Und alles andere, das sind Aspekte, die Sie selbst nicht in der Hand haben. Das sind Bewegungen, die ausgelöst werden durch einen Potpourri aus verschiedenen Erwartungen, aus quantitativen Handelsmodellen, aus unterschiedlichen Einschätzungen und Erwartungen zu den internationalen Zentralbanken. Also alles Themen, die wir selbst nicht beeinflussen können. An der Stelle deswegen da nochmal die Motivation für Sie. Verstehen Sie den Kapitalmarkt als das, was er ist. Sie können global Ihre Risiken diversifizieren. Sie können Ihr Vermögen über verschiedene Währungsräume allokieren. Sie können sich mit kleinerem Kapital an vielen, vielen hundert oder auch tausend Unternehmen beteiligen. Sie können sich Ihre Schuldner selbst auswählen, seines Staaten, seines Unternehmen, seines gute Bonitäten, seines schlechte Bonitäten. Sie können in rohstoffbasierte Anlagestrategie investieren, um einen möglichen Inflationsschutz aufzubauen. Letztendlich können Sie also das liquide Vermögen nutzen, um in Kombination mit Ihren illiquiden Vermögenswerten, Ihren Rentenansprüchen, Ihren Versicherungen, Ihren Immobilien eine Struktur herzustellen, die Ihre Erwartung an die Zukunft reflektiert. Also verstehen Sie bitte das liquide Vermögen als Spielmasse, als Knetmasse, die Sie nutzen können, um wirklich die Vermögensstruktur so auszurichten, dass sie Ihrer eigenen Erwartungshaltung entspricht. Und typischerweise, so sollte es sein, wenn Sie in wachstumsorientierte Vermögensklassen investieren, wie beispielsweise Aktien, dann ist zu unterstellen, dass der Anlagehorizont mindestens 5 Jahre aufwärts beträgt. Da niemand von uns sagen kann, wo die Märkte in 5 Jahren stehen und was die Themen sein werden, macht es auch keinen Sinn, zu aktiv hin und her zu switchen. Das mag Sinn machen in einzelnen Produkten, wo ein Risikomanagement vorgenommen wird, aber auf der Gesamtvermögensebene, da gibt es niemanden, der Ihnen dieses Thema abnehmen kann. Da müssen Sie selbst entscheiden, vielleicht auch in Kombination mit einem guten Berater. Am Ende des Tages, Produkte lösen nie Probleme, sondern sie können immer nur einen Teil der Vermögensstruktur darstellen. Das große Ganze muss aus der persönlichen Perspektive bewertet werden. In diesem Sinne, lassen Sie sich nicht zu sehr verrückt machen. Die Zeiten sind schwierig, die Liste an Herausforderungen ist lang. Aber ich denke, jede Generation hatte ihre Herausforderungen, jede Phase hatte ihre Schwierigkeiten. Aber letztendlich hat man es doch auch meistens geschafft. Und nun liegt es an jedem selbst, ob man nun ein Teil der Statistik ist, der Personen, die langfristig die Kapitalmarktrenditen verdient haben, oder ob man zu denen zählt, die sich immer wieder haben abwerfen lassen und dementsprechend die Renditen nicht verdient haben. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.